Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Heute stellen wir uns alle die einzigartige Frage: Warum haben diese Teile zwei Löcher? Ich sag euch warum. Warum sind sie auch hier, aber die Löcher sind nicht gestoppt? Warum sind sie da? Wir werden es heute herausfinden auf dem Kanal von Sonnenseite. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Zehnten hätte sich niemand vorstellen können, einen Stick in der Tasche zu haben, auf dem hunderte Gigabyte Daten gespeichert sind. Okay, übertreib. Wobei eigentlich nicht. Aber die technologische Entwicklung schritt voran und heute sind wir es gewohnt, mit einem USB-Stick Dateien von einem Gerät zum anderen zu übertragen. Im Jahr 2000 kamen die ersten USB-Sticks 1.0 auf den Markt. Schnell wurde dieser Typ weiterentwickelt zu USB 2.0, 3.0 und Typ C, der mit Smartphones kompatibel ist. Okay, so klein ist Typ C jetzt nicht. Das Ding ist jetzt nicht so mini. Sehr genauso groß, nur der Anschluss ein bisschen schmaler. Diese kleinen Sticks sind sehr robust. Selbst eine unsachgemäße Behandlung zerstört ihn nicht. Sie sind also pflegeleicht. Vom Design her sind sie fast perfekt, aber nur fast, weil jeder Schwierigkeiten hat, sie richtig. Leute, wie oft ist das meinen Lehrern passiert in der Schule? Ja, Mann, für die PowerPoint-Präsentation jetzt bitte den USB-Stick einstecken und die PowerPoint-Präsentation laden. Zack, 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 geht nicht rein. Zack, 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 geht auch nicht rein. Zack, 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 geht auch nicht rein. Bam, 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 bam. Warum geht das Ding nicht rein? Ja, immer mit den Löchern, den offenen Löchern nach oben reinstecken. Richtig herum reinzustecken. Stimmt? Orientiere dich einfach an diesen zwei quadratischen Löchern. Sie sichern den Stick, wenn er eingesteckt wurde, damit er nicht einfach rausfällt. Schützt du deinen... Okay, warte. Sie sichern den Stick, damit er nicht rausfällt. Warte mal. Heißt das, dass da irgendwie so zwei Noppen sind, die das so einrasten? Ich muss das mal kurz an meinen PC checken, Leute. Ich habe hier nämlich USB-Slots. Und ich guck mal nach. Und... ja... schwierig zu sehen, also es ist echt schwer zu erkennen. USB-Stick eigentlich mit einer geeigneten Verschlüsselung? Nein. Das heißt, jeder, der ihn in die Finger bekommt, kann alles lesen? Wenn du deine Daten verschlüsselst, bekommen Unbefugte nur ein Kauderwelsch aus Buchstaben und Zahlen zu sehen, anstatt verständliche Wörter. Physisch sind deine Dateien auf dem USB-Stick geschützt, solange ihn niemand in die Finger bekommt. Aber wenn du bestimmte Online-Dienste wie Messaging oder E-Mails nutzt, solltest du auch über eine Verschlüsselung nachdenken. Sicher, die Person am anderen Ende der Leitung kann den Inhalt der Datei nicht lesen, aber die Website, auf der sie gespeichert ist, schon. An dieser Stelle kommt die... Ich bin gerade komplett irgendwie lost. Wie hat denn der den Stick blockiert? Hat das jemand jemals von euch gemacht? Hat jemand irgendwann mal einen Stick verschlüsseln lassen? Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ins Spiel. Das bedeutet, dass alle Informationen, die ein- und ausgehen, für jeden, der sich deinen Datenverkehr in den Weg stellt, in Kauderwelsch verwandelt werden. Auch wortwörtlich Kauderwelsch. Was für Kauderwelsch? Kauderwelsch. Ja, kau den Wels. Für den Hostingdienst. Der Cloud-Speicher hat die Welt im Sturm erobert. Kein Wunder. Eine Sache. Cloud-Speicher. Das erste Mal, als ich dieses Wort gehört habe, es ist in der Cloud, dachte ich mir, hä? Was für ein Clown? Wer klaut? Ist hier ein Clown irgendwas? Ich habe das irgendwann mal gehört. Ich glaube, das war eine Zeit, wo Windows 8 rauskam. Und jeder hat Windows 8 gehasst. Windows 8 war so ein Müll. Wahnsinn. Es war so unglaublich unintuitiv und schlecht und langsam. Und da gab es diesen OneDrive Cloud Service. Und davon habe ich das erste Mal gehört, hey, man kann Fotos in die Cloud hochladen. So, früher konntest du ja auch schon YouTube-Videos hochladen. Das ist ja eigentlich auch eine Cloud. Nur so für alle einsehbar. Aber Cloud ist so dein privater Speicherplatz. Wusste ich vorher nicht. Denn alles, was du sonst auf deinem Desktop abgelegt hast, speicherst du jetzt einfach online. Auf diese Daten kannst du von jedem Gerät aus zugreifen. Alles, was du brauchst, ist eine E-Mail und ein Passwort. Und schon kannst du alle deine Dateien sicher an einem Ort ablegen. Falls du dachtest, im Cloud-Speicher schweben die Daten in Wolken, muss ich dich enttäuschen. Es handelt sich um Server, die Dateien physisch speichern. Sie sehen aus wie normale Computer, nur ohne Monitore.
Diese physischen Server verschlingen viel Geld, weshalb du normalerweise für ihre Dienste bezahlen musst. Sie stehen in riesigen Rechenzentren auf der ganzen Welt verteilt, wo sie vom Drittanbieter verwaltet werden. Das ist wie der Remote-Zugriff auf einen Computer. Zu den Servern gehören ein Hauptkontrollserver, ein Backup-Server und noch ein paar andere Server, die eine bessere Qualität gewährleisten. Je mehr Geld du bezahlst, desto besser ist der Server, auf dem deine Daten gespeichert werden. Ach echt? Desto besser ist der Server? Ey, das ist, wenn das wirklich wahr ist, dann bezahle ich gerne ein bisschen mehr, damit die Daten auch nur sicherer sind. Aber ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt. Wusstest du, dass es schier unmöglich ist, in der Welt der Computer etwas zu löschen, um es für immer loszuwerden? Die Datei, die... Yes, Leute. Jetzt erkläre ich euch mal, was passiert. Wenn man eine Datei löscht, dann wird diese Datei in Wirklichkeit nicht gelöscht. Es gibt halt, ich glaube, das ist so ganz tief, Leute, wenn man reden muss. Wenn man in diesem Dingenskirchens, wenn man Daten abspeichert, dann es entstehen ja immer Fragmente und so, wo die Sachen gespeichert werden. Und eigentlich wird das, was abgespeichert wird, wird immer ein Pfad abgespeichert. So, wo ist das, was gerade da ist? Das, was aber gerade da ist, kannst du nicht löschen. Das geht nicht. Man kann es nicht löschen. Man kann nur den Pfad, also das Gedächtnis, wo sich diese Datei befindet, die kannst du löschen, wenn du ein Programm deinstallierst. Diese Fragmente von den Dateien sind allerdings immer noch da, wo sie vorher waren. Nun, der Pfad ist vergessen worden. Das heißt, der PC kann das unmöglich finden. Damit man das wirklich löscht, muss man die übrigen Dateien, die da sind, drüber überschreiben. Man muss was Neues an genau die Stelle installieren, immer und immer und immer wieder und immer wieder vermischen und so, bis das komplett, es ist wie so ein Ketchup-Fleck, Leute, oder ein Ölfleck. So, ihr wischt einmal drüber, es sind noch Rückstände. Wischt ihr zweimal drüber, es sind noch weniger da. Wischt so lange, bis da nichts mehr übrig ist, damit man nicht weiß, was es war. War es Ketchup, war es Bio, war es was auch immer. Man soll einfach nie sehen, dass da was gewesen ist. Und das, so funktioniert das ungefähr. Und da war ich auch geschockt. Ja, Mann, löschen, es ist weg. Nein, es ist nicht weg. Einfach nur der Pfad ist gelöscht. Das alles. Wie du löschen willst, ist als elektrischer Impuls auf der Festplatte vorhanden. Und je nach Gerät entsorgst du sie im Papierkorb. Das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr da ist. Das bedeutet nämlich nur, dass die Datei in einen anderen Ordner verschoben wurde, aus dem du sie leicht wiederherstellen kannst. Du brauchst dir also... Hä? Okay, gut, so und so... Nennt sich Papierkorb, aber nein, das meinte ich nicht. Keine Sorgen machen, falls du versehentlich mal ein wichtiges Dokument, an dem du wochenlang gearbeitet hast, gelöscht hast. Keine Panik, es ist nicht für immer weg. Aber wenn dein Gerät kaputt geht, dann sind deine Dateien wirklich verloren. Hast du vielleicht ein Gadget mit Windows 10? Wenn du deinen Computer oder Laptop komplett ausschaltest, ist er dann wirklich aus? Ist er dann wirklich aus, wenn ich den auch wirklich auf ausschalte? Nein, das Mainboard wird noch mit Strom versorgt, aber er ist aus. Er verbraucht aber nur so diese... Das Mainboard wird mit Strom versorgt, ja. Nein, Windows 10 wird nicht komplett heruntergefahren, sondern geht in den Ruhezustand. Hey, was labert der? Was labert der? Der Ruhemodus ist doch hier. Vielleicht ein Gadget mit Windows 10? Wenn du deinen Computer oder Laptop komplett... Hier, Sleep Mode. Den gibt's noch extra. Shutdown heißt wirklich Shutdown. Da ist er nicht verbunden mit Internet, da ist er mit nichts verbunden. Nur das Mainboard ist mit Strom versorgt. Aber es ist auch nicht wirklich, dass dieser... Es ist nur so, es läuft gerade leichte Spannung durch, damit wenigstens diese Kontroll-LED läuft. Mehr ist das nicht. Ausschaltest, ist er dann... sondern geht in den Ruhezustand über. Deine Apps Was werden gespeichert, damit du sie beim Anmachen gleich wieder zur Verfügung hast. Die richtige Art, das System herunterzufahren, ist das Zurücksetzen. Hä? Bro, wie? Wie krass habe ich gerade meine Stimme erhöht. Was für Zurücksetzen? Ich muss also, damit der PC ausgeht, immer diesen kleinen Mini-Knopf drücken, der da ist. Nein, dann startet der neu. Das sollte man auch nicht so oft machen. Das könnte die Daten zerstören. Bro, was labert der heute? Sorry. Was wird denn heute hier geredet?
Das Betriebssystem ist ziemlich benutzerfreundlich und Befehle kannst du leicht ausführen. Aber für Computerfreaks gibt's mehr. Öffne die Suchleiste und gib CMD für die Kommandozeile ein. Oh. Es öffnet sich ein Fenster, das scheint... Oh, bitte. Bitte macht... Es gibt einen Befehl, den man machen kann. Der kann alles löschen. Man nur zufällige Zeichen anzeigt, aber über diese Kommandozeile kannst du viel mehr mit deinem Gerät machen. Falls du das schwarze Fenster nicht magst, kannst du die Farbe ändern. Im Fenster der Kommandozeile klickst du mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste und dann auf Eigenschaften. Okay. Es öffnet ein weiteres Fenster, in dem du Farben auswählen kannst. Wähle eine Farbe für den Hintergrund und... Lol, das ist cool. Hä? Ich habe was Neues gelernt. ...den Text aus oder spiel mit der Deckkraft des Fensters. Das ist der einfache Modus. Der eigentliche... So, und jetzt als nächstes zeige ich euch einen ganz besonderen Modus, Leute, unter Windows 11. Und zwar der INSI-Modus. Genau, Leute, beim INSI-Modus, da fragt einfach ab. Der Sinn besteht darin, Befehle in die Kommandozeile einzugeben. Falls du nach allen Treibern auf deinem Windows 10-Gerät suchst, dann gib diesen Befehl ein. Denk an die Leerzeichen. Die Liste der Treiber erscheint auf deinem Bildschirm. Das ist ein guter Ansatz, um Problemen schnell auf den Grund zu gehen. Also, falls ihr wissen wollt, meine Facecam war im Weg. Das steht dort. Das hier, Vadim Driver Query. Anstatt sie manuell zu suchen. Du kannst bestimmte Ordner auf deinem Computer auch über die Kommandozeile ausblenden. Gib einfach dieses Beispiel ein und drücke Enter. Natürlich musst du noch den Ordner, den du ausblenden willst, eintippen und schwupps ist er weg. Die weniger nerdige Methode besteht darin, das Register Eigenschaften des Ordners aufzurufen und den Haken bei Versteckt zu setzen. Das ist zwar der einfachste Weg, deine Ordner zu verstecken, aber nicht der effektivste. Du kannst einfach schreiben, versteckte Dateien und Ordner anzeigen und jedes Kontrollkästchen, das du anklickst, wird wieder sichtbar. In der Kommandozeile geht es aber nicht nur ums Business. Du kannst auch Spaß haben und ein Spiel spielen. Erwarte aber kein AAA-Spiel mit realistischer Oh, Leute, ich möchte bitte einmal... Weißt du was? Wisst ihr was, Leute? Wenn ich es irgendwie hinbekomme, Windows XP Pinball. Kennt ihr das? Kennt ihr dieses Spiel? Das war das süchtig machendste Spiel, was man auf Windows hat. Stunden habe ich gezockt. Grafik und epischem Gameplay. Gib diesen Befehl ein und du wirst über Texte in das Spiel transportiert. Du kannst dann Charakter erstellen und dich in dieser imaginären Welt einbinden. What? Nutzt du auch den Google Chrome Browser? Auch mit ihm kannst du ein textbasiertes Spiel spielen, genau wie in der Kommandozeile. Drücke STRG plus Shift plus J, um die Konsole zu öffnen. Dann gibst du Text Adventure in das Suchfeld ein. Keine Panik, du hast nur gerade so etwas wie ein Backend der Seite geöffnet. Als nächstes klickst du auf das Feld Konsole. Du wirst mit einem Text begrüßt, der dich fragt, ob du ein Spiel spielen möchtest. Tippe Yes und du fängst sofort an. Du bekommst ein paar einfache Befehle, die du leicht ausführen kannst und eine Einführung ins Abenteuer. Falls du auf der Suche nach etwas Modernerem bist, dann spiel doch eine Runde Solitär. Keine Bange, du musst nicht endlos Befehle eingeben, um es zu spielen. Gib einfach Solitär in die Suchleiste ein und schon geht's los. Yay, Solitär, das war immer geil. Das war immer cool. Du spielst es in deinem Webbrowser. Und wenn du Abwechslung brauchst, dann spiel doch den Klassiker Pac-Man. Falls du aus der Generation kommst, in der es diese klobigen Handys gab, so wie ich, dann wird dieses Spiel alte Erinnerungen wecken. Oh, warte. Das war doch Motorola Razr oder Nokia. Snake? Öffne Google und gib Snake ein und schon bist du in der Zeit zurückgereist. Falls mal dein Internet ausfällt, dann lenk dich mit dem Dino-Spiel ab. Das spielst du direkt in deinem Browserfenster und es hilft dir, die Zeit zu überbrücken, bis das WLAN wieder funktioniert. Das Spiel ist ganz einfach. Nachdem du die Eingabetaste gedrückt hast, musst du nur noch die Leertaste drücken, damit dein Dino über die Hindernisse springt. Ab einem bestimmten Punkt hast du die Möglichkeit, dich zu ducken, was die Challenge noch anspruchsvoller macht. Echt? Okay, also ich bin schon weit gekommen. Aber geduckt habe ich mich, glaube ich, noch nicht. Aber das ist auch cool, Leute, solche Spielereien. Du siehst, auch ohne Internet kann man sich ein bisschen amüsieren. Du kannst dieses Spiel jederzeit unterbrechen. Drücke einfach die Alt-Taste oder F11. Oder klicke einfach auf den Bildschirm, um das Spiel fortzusetzen.
Windows 11 hat einige versteckte Funktionen, die sehr nützlich sind. Zum Beispiel, dass du die Lautstärke für jede App einzeln anpassen kannst. Geh in Einstellungen und klicke auf System und dann auf Sound. So erreichst du alle Lautstärkenregler und den Hauptschalter. Ja, aber das geht ja nur für die Apps, die momentan laufen, genau. Ja, aber das geht doch auch, wenn man unten rechts auf Soundmanager klickt. Copy und Paste sind so wichtig im täglichen Umgang mit dem Computer, dass mit Windows 11 dieser Vorgang sogar noch verbessert wurde. Okay. In der Zwischenablage kannst du deine kopierten Texte in einem bestimmten Bereich zwischenspeichern, auf den du jederzeit zurückgreifen kannst. Und die gute Nachricht ist, dass du diese Option auch schon unter Windows 10 hast. Klicke einfach auf die Windows-Taste plus V und schon bist du startklar. Falls du mal wieder unter Windows 11 zu viele Fenster geöffnet hast, dann schüttel einfach das Fenster, das du behalten möchtest, und alle anderen werden im Hintergrund minimiert. Dein Bildschirm ist sauber und du kannst wieder produktiv arbeiten. Okay, das wusste ich nicht. Mit dem Schütteln. Mega cool. Das ist nice. Das ist echt ein cooles Feature. Leute, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Falls nicht, dann gucken wir uns noch ein Video an. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.